Herzlich willkommen bei Helden machen Schule. Mein Name ist Janis Dirksen und im heutigen Mittelpunkt steht The Learning Annex von Bill Senker. Was ist das? Bill Senker hatte eine Idee, und zwar den Bereich Education und Entertainment zu verbinden. Und er hat Celebrities gefragt, ob sie nicht reden möchten auf seiner Eventreihe für den guten Zweck, für junge Leute, wo die Celebrities, zum Beispiel Sarah Jessica Parker, Harrison Ford, P. Diddy, wo diese Leute erzählen, wie sie zu dem geworden sind, was sie jetzt sind. Und er hat das immer gemacht mit dem Motto, mit dem Goodwill, nach dem Motto, da wo ihr seid, das habt ihr der Gesellschaft zu verdanken, ihr könnt über diese Rednerserie der Gesellschaft was zurückgeben. Und dadurch war Geld immer gar nicht im Raum. Die meisten Celebrities haben es aus diesem guten Willen gemacht, etwas zurückzugeben und für das Renommee, das dann der Celebrity danach hat, kostenlos aufzutreten. Und dieser Bill Senker, in einem bestimmten Punkt hatte sich gesagt, ich möchte gerne einmal, dass Donald Trump für mich redet, für meine Reihe, The Learning Annex. Und er nimmt den Hörer ab, ruft bei Donald Trump an im Büro, erreicht die Sekretärin und sagt, und jetzt hat er eine andere Strategie gewählt. Donald Trump ist Milliardär. Das ist ein anderes Level an Finanzen. Und er hat diesmal mit Geld angefangen. Nicht mit dem Goodwill, sondern mit Geld. Und er hat gesagt, ich biete Donald Trump $10.000 dafür, dass er für uns eine Rede hält. Vielen Dank, Donald Trump hat kein Interesse. Und in unseren Seminaren zeigen wir euch, dass Erfolg eine Anzahl von Niederlagen ist. Das ist einer der wichtigsten Elemente, um erfolgreich zu werden. Dass wir eine Anzahl von Niederlagen durchlaufen müssen. Und diese Geschichte ist ein tolles Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man weiter Niederlagen sammelt. Und ich möchte euch auch sagen, dass wenn ihr mit verschiedenen Menschen zusammenkommt oder mit verschiedenen Situationen, dass diese Menschen und Situationen ein Trigger sein können, ein Auslöser für etwas ganz Neues, was euch in eine neue Ebene katapultieren kann. Und was diese Geschichte wird für Bill Senker ein Trigger sein, der ihn in eine neue Ebene katapultiert. Also, er ruft an, $10.000, nein, danke. Ein paar Tage später ruft er wieder an und sagt, ich biete $25.000 dafür, dass Donald Trump eine Rede hält für uns. Vielen Dank, kein Interesse. So, er hat es ja zweimal probiert, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, ich suche mal jemand anderen, der eine Rede hält, oder ich gehöre. Er ruft nochmal an und haut voll rein. Er sagt, ich gebe Donald Trump $100.000 dafür, dass er sich nach vorne stellt und eine Rede hält an junge Leute. Vielen Dank, Donald Trump hat kein Interesse. Bill Senker ist fertig, er weiß nicht, was er machen soll. Er will diesen Donald Trump haben. Und er erinnert sich an ein Zitat von Tony Robbins, der da sagt, wenn du Großes erreichen willst, musst du über deine eigenen Grenzen hinübergehen. Du musst mehr werden, als du bist, und du musst es ganz alleine machen. Niemand hilft dir dabei. Er nimmt den Hörer in die Hand, ruft an und sagt, ich biete Donald Trump $1.000.000 für eine Stunde seiner Zeit. Ein Moment, ich schalte durch. Bam! Bill Senker läuft auf Toilette, kotzt, und als er wieder am Telefon war, ist Donald Trump am Apparat. Die erste Frage, die Donald Trump stellt, ist, wie viele Leute werden zu diesem Event kommen? Und normalerweise waren auf diesen Learning Annex Events einige hundert Leute. Ja, mal 500, mal 700, das war so das Limit. Er hat gesagt, es kommen 1000 Leute. Das war für ihn schon sehr, sehr viel. Die Antwort von Donald Trump war, okay, wir machen das so, $1.000.000 für eine Stunde meiner Zeit bei 10.000 Leuten. Kriegen Sie das hin? Ja. Gut, mein Anwalt macht die Papiere fertig. Er legt auf und dieses Telefonat war ein Trigger, ein Auslöser, der ihn in eine ganz andere Ebene pusht. Denn vorher hat er überlegt, wie kriege ich einige hundert Leute zusammen für meine Events. Jetzt ist er an einer Situation, wo er 10.000 zusammenbringen muss und er muss überlegen, wie kriege ich denn die Millionen, um Donald Trump zu bezahlen.
Zu der Zeit war The Apprentice sehr groß. Das ist die Serie, wo Donald Trump mitspielt. Die sehr erfolgreich ist, wo dieser Milliardär Einblicke in sein Leben zeigt und einen Praktikanten sucht. Und verschiedene Jungunternehmer und Schul- und Studienabgänger sich durch verschiedene Businesses und Taktiken, Strategien angeln und er bewertet diese. Und es hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so schwierig war, 10.000 Leute zu finden für das Event. Tatsächlich kamen 31.500 und dadurch, dass so viele Leute kamen, war es für Bill Senker relativ einfach, die $1 Million zu zahlen. Doch was wäre, wenn er aufgehört hätte nach 25.000 oder nach 100.000? 100.000 ist ein großer Betrag, dafür hätte er mehrere andere Redner bekommen können. Was wäre, wenn er aufgehört hätte? Dann hätte er nicht 31.500 Leute in dieses Event bekommen. Das The Learning Annex ist stetig gewachsen seitdem und wurde auch schon im Forbes ausgezeichnet für eines der schnellst wachsenden Unternehmen über mehrere Jahre hinweg. Und ich möchte, dass ihr euch zwei Sachen mitnimmt. Einmal, Erfolg ist eine Anzahl von Niederlagen. Wenn ihr einen Job wollt, müsst ihr euch mehrmals bewerben, bis einer zusagt. Wenn ihr eine Rede halten wollt, so wie ich das jetzt hier mache, dann müsst ihr das vermutlich mehrmals üben, bis es dann funktioniert. Ja, es gibt auch Outtakes. Egal, was ihr erreichen wollt, ihr müsst mehrere Anläufe gehen, damit es funktioniert. Manchmal klappt es auch beim ersten Mal, aber in der Regel nicht. Und dann müsst ihr es nochmal versuchen und nochmal. Und das Schöne ist, wenn man es öfter macht, dann baut man eine Gewohnheit auf, Dinge nochmal zu versuchen. Und Niederlagen werden nicht so schlimm, weil man weiß, eine Niederlage macht mir gar nichts, weil ich weiß, ich brauche sowieso 3 bis 4 Anläufe. Das ist so die Erfahrung. Aber viele hören nach dem ersten Mal auf, sagen, nee, hat nicht geklappt, Donald Trump wollte nicht, hat nicht mal mit mir gesprochen, hat nur seine Sekretärin reden lassen, was für ein, nein, Niederlagen. Die Niederlagen führen zum Erfolg. Das ist das eine, was ihr mitnehmen sollt. Das zweite, schaut in eurem Umfeld, was für Leute können euch pushen. Dieser Donald Trump war ein Trigger, ein Auslöser für Bill Senker, auf ein ganz anderes Niveau zu kommen. Als Person, think big, aber auch als Unternehmen. The Learning Annex, das ist jetzt ein Unternehmen, das, für das Donald Trump gearbeitet hat, zumindest für eine Stunde. Ja, das ist schon eine andere Liga, das ist Milliardärsliga. Überlegt euch, wer in eurem Umfeld euch pushen kann und geht mit dem in eine Bindung, in eine Beziehung. Und versucht oder schaut, was daraus entsteht. Vielleicht sowas ähnliches wie bei Bill Senker. Wir freuen uns auf eure Kommentare unter dem Video und sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.